Jo Freunde, Tedos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein kleines Update-Info oder ich rede über die Zukunft des Kanals-Video. Ich weiß gar nicht genau, wie ich dieses Video hier nennen werde. Auf jeden Fall werde ich euch heute erzählen, wie es mit diesem Kanal weitergeht. Heißt, welche Projekte kommen. Und ich, Freunde, ich kann euch jetzt schon sagen, es kommen einige Projekte auf euch zu. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, da ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei. Denn zum einen werde ich in zwei neuen Ligen mitspielen. Ja, also zwei neue Ligen werden kommen. Einmal auf Showdown, einmal auf DS. Und es wird eine Soulink und es wird eine Versus kommen. Mit wem und was das für Sachen sind, bleibt auf jeden Fall dran, werde ich euch gleich erzählen. Deswegen fangen wir an mit dem Projekt, was jetzt am nächsten kommt, beziehungsweise jetzt bald schon kommt. Und zwar ist das eine Showdown-Liga vom lieben Barry, die Sin of Speed, ja, die IDPL Season 5, Leute, denn letztes Jahr gab es eine Bewerbungsphase, ich war viel zu spät dran, ich habe den Beitrag überhaupt nicht gesehen, ich habe ihn, glaube ich, drei Wochen später erst geschrieben, hey, ich hätte auf jeden Fall Lust, gäbe es noch einen Platz 2, hat er geschrieben, nee, die sind voll, allerdings kann er mich als Nachrücker notieren und mich dann gegebenenfalls nochmal anschreiben. Und ja, Leute, er hat mich angeschrieben und ich habe einen Platz bekommen. Das heißt, ich werde in der IDPL Season 5 dabei sein. Ist eine Showdown-Liga, Freunde. Die Kämpfe werde ich höchstwahrscheinlich live machen. Je nachdem, wie möchtet ihr die Kämpfe. Ich denke mal, die meisten von euch möchten die Kämpfe live haben. Und ich werde versuchen, vielleicht auch mit Facecam, je nachdem, ob ihr es möchtet, die Kämpfe auf jeden Fall zu bringen. Der Upload wird am Sonntag immer sein. Ich glaube, am 4.8., also genau einen Monat, geht es los. Ich glaube, Ende dieses Monats gibt es jetzt noch den Draft und die Ankündigung. Und Anfang nächsten Monat, am 4.8., also der erste Sonntag im August, kommt dann auch der erste Spieltag. Und dann kommen wir zum zweiten Projekt und die Wi-Fi-Liga. Und zwar mache ich mit lieben Ackermast eine neue Liga auf, ja, eine Zwischenliga, bis die 8. Gen kommt, so eine Mini-Liga, Leute, weil es werden nur sehr, sehr wenig es werden nur 8 Teilnehmer geben. Es wird, also 8 Teilnehmer werden diese Season dann mitmachen. Welches genau sind, wie die Liga genau heißt, etc., werdet ihr bald erfahren in einem Ankündigungsvideo von mir und Ackermast, deswegen schaltet da auf jeden Fall neu ein. Und ja, das heißt, die NPBL, ihr wisst, die NPBL läuft ja noch, die NPBL wird entweder Ende August oder Anfang September zu Ende sein, je nachdem, wie weit ich komme, Leute. Es kann halt auch gut sein, dass ich zwischendurch in drei verschiedenen Ligen spiele, ja, also auf einmal in drei verschiedenen Ligen, muss nicht sein, je nachdem, wie weit ich in die NPBL komme, denn wie gesagt, Anfang August beginnt die IDPL, dann Ende August circa fängt die Liga mit dem lieben Ackermask an und die NPBL geht, wie gesagt, bis Ende August, Anfang September, deswegen kann sein, je nachdem, wie weit ich komme, wenn ich vielleicht ins Halbfinale, Finale komme, kann sein, dass ich dann drei Ligen auf einmal mache, ist dann aber so, Leute, muss ich irgendwie mit klarkommen und wenn nicht, habe ich halt zwei Ligen auf einmal und dann kommen wir zu der Soulink und zu der Versus, Leute. Ich weiß nicht, welches Projekt davon als erstes startet, also ich weiß nicht, ob die Soulink oder die Versus zuerst startet, je nachdem muss ich gucken, wie ich das zeitlich schaffe oder wie die anderen das zeitlich schaffen, denn zum einen wird eine Soulink mit dem guten Seal kommen, ja, das möchte ich euch jetzt schon verraten, und eine Versus mit dem guten Pog Galaxy, ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, welche zuerst kommen, ich denke oder ich hoffe, dass dieses Jahr beide Projekte starten, wenn nicht spätestens Anfang nächstes Jahr das andere Projekt. Also ein Projekt wird definitiv dieses Jahr noch starten und das andere Projekt wird dann höchstwahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr starten. Und ja, das grob erzählt war es eigentlich schon, was ich euch erzählen wollte. Das heißt, es ist vieles geplant. Interview geht natürlich auch weiter, Leute. Anfang nächste Woche wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich am Montag, kommt dann das Interview mit dem guten Nesflo, Freunde. Freut euch auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich sagen, ja, war's das schon. Wie gesagt, Video für zwischendurch, um euch einfach mal auf dem Laufenden zu halten, um euch ein kleines Update zu geben, was denn alles kommen wird. Habt ihr irgendwelche Wünsche noch oder irgendwelche Fragen, schreibt sie gerne in die Kommentare, Leute. Ich werde sie dann versuchen, jedem zu beantworten. Und damit bin ich raus. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Samstag sehen wir uns zum nächsten MPBL-Spieltag gegen den guten Eve, ja. Und jetzt hat's geklingelt. Ich beende das Video. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.